Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist montags und Sie sehen Porsche auf der Strecke. Also, herzlich willkommen beim GT3 Porsche Cup. Ich heute mit mir an meiner Seite, der Lutz ist leider verhindert, aber ich denke, wir bekommen es hier auch so hin. Wir sind in den letzten Runden, letzten Sekunden des ersten Qualifyings und werden gleich mal, wenn dieses beendet ist, direkt schauen, was wir dort für Zeiten gesehen haben, wen werden wir im zweiten Qualifying erleben. Und da werden wir dann sofort direkt einsteigen. Auch hier, erste Rennen 2014. Wir hatten auch da eine kleine Weihnachts- und Jahreswechselpause. Aber ich denke, die Fahrer haben das gut überstanden, auch wenn heute nur, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur 17 Fahrer am Start sind. Aber es gab gerade in den letzten 24 Stunden etliche kurzfristige Absagen aufgrund diverser Termine. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Rennen wieder mehr Fahrer am Start haben werden. Aber nichtsdestotrotz, sagen wir mal ehrlich, selbst mit 17 Fahrern werden die Jungs hier ein ordentliches Feuerwerk abbrennen, denn Brands Hatch, wenn nicht wo in England. Also die Strecke ist eigentlich prädestiniert dafür, für Ausritte, enge Zweikämpfe, blinde Kurven. Also ich bin sehr gespannt, was die Jungs hier heute zaubern werden. So, wir schalten nochmal direkt hier zum, wo ist er? Enrico Herzig, aktuell auf der Position 10 und damit noch im Qualifying drin. Oh, der hat die Runde jetzt hier beendet, fährt mit seinem Bruder die Runde zu Ende und ich denke, die feiern schon mal hier. Das ist ein schönes Bild. Ach, schön, dass ich das angefangen habe. Die feiern den doppelten Einzug ins Top 10 Qualifying. Hatten wir auch nicht so oft. Enrico ist sehr involviert, was die Orga betrifft, und da kommt manchmal das Fahren und Trainieren ein wenig zu kurz. Aber heute hat er direkt mal einen rausgehauen, Top 10 Qualifying. Schön, freut mich. Ich sehe auch keine weitere Verbesserung. Dann schalte ich mal direkt hier in meine Statistik und ja, qualifiziert für das Top 10 Qualifying haben sich, wie gerade gesehen, Enrico Herzig, Dirk Satzmannshuysen auf der 9, Michael Wirz auf der 8, Fred Drunke auf der 7, André Burger auf der 6, Dennis Erner auf der 5, Mike Kolosche auf der 4, Mario Schilly auf der 3, René Herzig auf der 2 und Christian Rückert auf der 1. Also die beiden, wie schon die ganze Saison, werden auch hier sich wieder einen sehr engen Schlagabtausch liefern. Und feststehend sind die Positionen Andreas Braun auf der 11, Tom Krüger auf der 12, Lars Borkowski auf der 13, Stefan Bäumer auf der 14, Phil Ostaschewski auf der 15, Maxi Wolter auf der 16 und Edgar Ostermann auf der 17. Der Maxi hat ein Quali-Verbot aufgrund der eingefahrenen Strafen im letzten Rennen in Monaco. Da gab es die ein oder andere fragwürdige Situation im ganzen Rennen. Wir haben eine Menge Strafen verteilen müssen. Wahrscheinlich auch streckencharakteristisch. Und ja, der Maxi hat eben so viele Strafpunkte gesammelt, dass er hier gar kein Qualifying fahren kann. Der Edgar, der dahinter steht, der hatte zumindest noch eine Hotlap. Aber wenn ich mir das hier anschaue, hat er direkt im ersten Sektor das Auto nur weggeschmissen, denn da fehlen 8 Sekunden. So, die Autos schalten wir gerade einmal von links nach rechts. Das heißt für mich nichts anderes, als ich werfe jetzt mal hier so einen Kameraschwenk auf die Boxenausfahrt und da werden wir gleich mal ein Auge drauf haben, wer denn da alles auf die Strecke geht und wie die Taktik aussehen wird. 10 Autos, 10 Minuten, jetzt wird's heiß.
So, wie ihr sehen könnt, gehen direkt alle Autos auf die Strecke. Klar, es sind nur 10 Minuten, das heißt, man hat nicht viel Zeit. Also raus auf die Strecke und zusehen, dass man hier Runden in den Asphalt brennt. Ich würde mal vermuten, die Jungs machen so wie bisher auch genug Sprit für die kompletten 10 Minuten und fahren hier 2-3 schnelle Runden und erhoffen sich damit, das Auto auf die richtige Temperatur zu bringen, die Reifen auf die richtige Temperatur und eben dadurch die schnellsten Zeiten hier in den Asphalt brennen zu können. Als erster vorneweg fährt Mario Schilli, von dem werden wir gleich hier die ersten Zeiten sehen. Ach, ihr könnt es jetzt hier schon sehen, das ist die Outlap und trotzdem ist das Auto hier am Limit bewegt, die Räder stehen, alles rutscht. Gerade hier in dieser blinden Kuppe, da fährt man so über die Kuppe, rechts über die Curbs. Ich werde euch das gleich im Warm-Up nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ah, ist schon heiß. Gleich dahinter haben wir, wenn ich es richtig sehe, den Enrico. Mal schauen, ob die Herzigbrüder hier ein wenig teamtaktisch fahren können, aber ich denke mal, wir nehmen jetzt hier die erste Runde direkt vom Mario Schilli mit und vielleicht setzen wir uns einfach mal ins Cockpit. Genau, das ist nämlich direkt die erste Haltestelle. Nach Start hier fällt die Strecke so rechts runter, man muss hier richtig das Auto arbeiten, durch die Kurve prügeln und dann geht es hier runter in eine Haarnadel, so auf der Kuppe, links hoch, Kuppe, rechts wieder runter. Da wird es gleich super eng werden, hier eine ganz schnelle Links, die man allerdings immer noch schneller fahren möchte, als sie eigentlich ist, so wie der Mario jetzt hier, kaum ist man auf den Curb, fliegen da irgendwie schon die Teile. Ich switch mal zurück, weiter nach hinten und nämlich auf den Enrico, der hat es einfach auch verdient. So, hier eine ganz entscheidende Kurve, die versemmelt der Enrico gerade, man muss hier ganz viel Schwung mitnehmen, weil das ist jetzt die längste gerade. Es ist so leicht Kurven, leicht bergab, aber hier geht es mal richtig voll und endet in 92 Grad Rechtskurven, die vermutlich so im dritten Gang gehen. Ja, wir sehen es hier im dritten Gang, das Auto arbeitet, innen den Curb treffen, außen den Curb treffen, boah, nicht so viel. Einmal hoch in den vierten, wieder runter in den dritten und das gleiche nochmal. Und dann kommen wir zu der Stelle, die ich euch gerade schon beschrieben habe, hier runter in die Kuppe, in die Kuhle, dann hoch auf die Kuppe und auf der Kuppe haben wir die Rechtskuppe. Das habt ihr gesehen, da war der Curb und da muss man aber schon eingelenkt haben. Also wenn man das Lenkrad mit dem Curb sieht, dann ist man definitiv in der Leitplanke. Also eine ganz, ganz tolle Stelle, ganz spannend, man muss die Strecke da einfach kennen. 90 Grad links ist noch relativ easy und dann haben wir jetzt hier die letzte Kurve Richtung Startziel. Das ist so, ja, so oft berghoch, bergrunter, berghoch, also schön in die Landschaft gebaut, die Strecke. Auch hier muss man viel Schwung mitnehmen, aber hier hat man keinen Windschatten. Hier ist man zwar relativ schnell. Ihr seht es jetzt hier, fünfter Gang, vierter Gang, dritter Gang, da fährt man rechts über diese Kuppe runter. Also ganz, ganz spannend wird das hier werden. Überholen ist sicherlich eine Aufgabe. Denn Rico hat da direkt eine Top-Zeit gesetzt mit einer 1.29.8. Das wird sicherlich nicht für die Pole reichen, aber es hat gerade nochmal für den André Burger gereicht. Aktuell ist gerade vorgefahren auf die 1 der Christian Rückert mit einer 36.8. Und das ist schon mal eine Hausmarke. 36er Zeiten haben wir gerade nur ein oder zwei gesehen, also gucken wir mal direkt, ob der René da kontern kann. Muss er wohl schon, wenn ich hier nämlich noch den Herrn Wirz habe. Oh, da ist er. Der René geht erst jetzt auf seine Runde. Dann behalten wir das auch mal direkt im Auge. Und 81.000 sind Vorsprung hier im ersten Sektor. Aber das heißt noch gar nichts. Achtung, wild steht er überall auf dem Auto. So ein wilder Kerl ist er eigentlich, aber im Auto möchte ich das nicht unterschreiben. Hier, wilde Lichthupe, da haben wir es direkt. Ja, macht mir Platz. Aber es ist noch klar, 10 Autos. Ihr seht es, da vorne fahren schon wieder, da hinten sind wieder welche. Es ist eng, er hat Zeit verloren. Das wird nicht an dem Auto dort gelegen haben, was er vor allem schön Platz gemacht hat. Und jetzt hier definitiv die Runde weggeworfen. Ja, das können wir uns mal direkt schenken. Wir gucken mal rüber zum Fred, der aktuell noch auf der 4 fährt. Ist gerade verdrängt worden. Ja, fährt aber jetzt zurück wieder auf die 4. Und wir schalten jetzt nochmal zum René. Der hat sicherlich hier seinen zweiten Versuch starten. Er wird und er schmeißt das Auto schon wieder halb weg. Oh, die Zeit von Christian hier scheint wirklich Wirkung zu zeigen.
Und jetzt muss er mal gucken, dass er die Reifen wieder einigermaßen runtergekühlt kriegt, um dann einfach nochmal einen rauszuhauen. Und man glaubt's kaum, Mike Kolosche ist gerade auf die Pole Position gefahren. Oh, der René ist hier aber wirklich übel unterwegs. Was macht er denn da? Puh, der hat Puls, würde ich mal sagen. Und es sieht mir aus, als hätte er einen Platten oder steckt er einfach nur sehr tief im Kies. Oh, jetzt kommen da die ganzen Autos. Oh, noch eins. Und noch eins. Dann ist eine Lücke. Und der Atate, der hat eine Platten. Er muss gucken, dass das Auto jetzt irgendwie eine Box kriegt. Und hat dann noch eine Runde. Ja, das ist ja natürlich eine ganz heiße Sache. Cool. So, Michael Losche. Aktuell auf der Pole vor Christian Rückert und Dennis Erner auf der 3. 3,5 Minuten sind's noch. Jo, Mike hier ganz, ganz schnell in die Box. Der will einfach nochmal eine Runde hinten dran setzen. Also er macht's anders, als ich gedacht habe. Er fährt einmal mit wenig Sprit und tankt jetzt nochmal nach. René Herzig auf der 3. Okay, gut. War das gerade vielleicht doch Enrico? Ja, es ist, dass er immer zwei Jägermeister-Autos und zwei wilde Brüder da in den Top 10 hat und alleine ist. Dann muss man einfach zu viele Augen haben und ich schaue die ganze Zeit von links nach rechts und ja, wenn mir da ein Fehler unterlaufen ist, bitte verzeiht es mir. Schön eng hier ist es auf Platz 5, 6, 7. Die gingen alle innerhalb von 2 Zehntel. Fred Dunke, Michael Dietz, André Burger. Schauen wir noch direkt mal bei dem Herrn Burger. Aber der scheint noch seine Outlet zu sein. Aber der Christian, da möchte ich jetzt noch mal hin. Der Christian steht an der Wahl. Michael Losche auf der 2. Mein Timing hängt hier ein wenig. Ich habe nämlich keinen. Wie heißt es? Egal, mein Timing hängt ein bisschen. Und in der Zwischenzeit ist der Christian, das wollen wir ihm mal zeigen, auf die 1 gefahren mit 54.000 Vorsprung vor dem Michael Losche. Der steht an der Box, wird sich also nicht mehr wehren können. Den Einzigen, der wir jetzt nochmal hier im Auge behalten sollten, ist der René, der hier mit 62.000 jetzt hinten dran ist. Also dem traue ich noch am ehesten zu, den Christian da vorne noch zu verdrängen. Mario Schiele jetzt vorgefahren auf die 4, Dennis Erner aktuell auf der 5, Fred Dunkel zurück bis auf die 6, Michael Wirth 7, André Burger 8, Dirk Sassmushausen 9 und Enrico steht noch auf der 10, aber selbst damit wird er, glaube ich, sehr happy sein. So, zweite Zwischenzeit hier für den René, 120.000. Hat also irgendwie 600. verloren. Oh, der nächste Fehler. Ach, kann er das Auto noch rechtzeitig zurückbringen? 47 Sekunden, ja, das müsste klappen. Also eine Runde wird er noch haben. Mal gucken, ob das Auto Schaden erlitten hat. Und dann ist es definitiv die letzte Runde, um die es geht. Schauen wir nochmal klar, der Mike steht an der Box. Was macht der Christian? Christian fährt jetzt hier nochmal über Startziel. 30 Sekunden Verstoß und er hat eine langsame Runde angelegt, die Reifen ein bisschen abgekühlt und versucht jetzt nochmal nachzulegen. Und auch René hat es geschafft, geht auf die letzte schnelle Runde. Schauen wir mal, der Rückert kommt jetzt zum ersten Sektormesspunkt und mögen mir verzeihen, dass ich mich mal auf die beiden konzentriere. Das ist durch. Das ist definitiv zu weit weg. Den können wir jetzt einfach mal ignorieren. Gucken wir mal, was der René macht. Der René hat 2 Zehntel Vorsprung. Wo hat er die denn hergenommen? Wahrscheinlich ist das diese aerodynamische Verformung seiner rechten Beifahrertür, die meistens rechts sind, die jetzt hier für eine bessere Aerodynamik formt. Also keine Ahnung. Also 2 Zehntel jetzt hier mal Vorsprung. Das ist der Hammer.
Aber wir haben gesehen, der René schmeißt das Auto regelmäßig weg, gerade aktuell. Hier, der hat er verloren. Ein Zehntel Rückstand. Oh Mann, das bleibt mir richtig spannend. Kurz stehen über die Kuppe, da war er ein bisschen weit weg. Also das ist die superschnelle Linie. Oh, da steht einer, das irritiert er. Ja, der Bogen war sehr groß. Ich denke, das war's. Vielleicht kann er sich noch an dem Maiko Losche vorbei zwingen, der allerdings auch nur 500stel hinterm Christian steht. Der nächste, der dann die Box abbiegt. So, René Richtung Startziel. Und es wird... Nein, es bleibt bei Platz 3, der letzte Sektor. Da war wohl einfach zu viel los. Und frustriert dreht er das Auto jetzt hier ein bisschen noch mehr in die Leitplanke. Schauen wir mal. Mario Schiri auf der 4. Dennis Erner auf der 5. André Burger auf der 6. Fred Donker auf der 7. Michael Wirz auf der 8. Enrico auf der 9 und Dirk Sassmannshausen kommt hier wild blinkend an die Box auf der 10. Ja, das kann ja was geben. Wenn die Jungs hier jetzt schon solche Abflüge feiern, wow, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie sich das hier nachher äußern wird. So, jetzt geht's hier gleich ins Warm-up. Noch einmal durchatmen. Und da wir jede Menge Strafen hatten, würde ich mich jetzt auch mal kurz verabschieden und ich bin dann pünktlich zum Rennstart wieder bei euch.
So, da sind wir wieder. Alle Einstellungen sind gemacht, alle Positionen sind bezogen, alle Korrekturen sind angewandt. Mann, ich bin froh, wenn wir beim nächsten Rennen nicht so viele Strafen haben werden. Denn ich denke mal, hier im Grand Hatch wird das nicht so passieren wie in Monaco. Wir warten darauf, dass dann ins Rennen geschaltet wird. Dann werde ich auch wieder live auf die Strecke gehen. Aber wir nutzen in der Zwischenzeit vielleicht einfach mal die Zeit und schauen uns die Stände an. In der Einzelwertung und auch in der Teamwertung habe ich wieder schöne Grafiken vorbereitet bekommen. Man hat sie mir zur Verfügung gestellt, so dass ich hier einfach nur ablesen brauche. An der Spitze haben wir unverändert den René Herzig mit 208 Punkten, direkt gefolgt von Christian Rückert mit 205. Also 3 Punkte Unterschied ist schon sehr wenig. Auch noch mit Kontakt da vorne ist der Dennis Erner mit 174 Punkten, gefolgt von Michael Losche mit 148, Mario Schilli 132, Dirk Sassmannshausen mit 130 Punkten. Dann geht's weiter mit Fred Dunke 107, André Burger 102, Phil Ostaschewski 102, Michael Wirz. Man kann es auch ablesen, ich muss es euch nicht vorlesen, aber was ich sagen möchte, ist, es ist einfach, es gibt Pakete, die ersten drei sind eng bei zusammen, dann haben wir wieder ein schönes Mittelpaket. Es ist einfach so, es gibt hier so viele leistungsstarke Fahrer. Wir werden viel Bewegung noch sehen und die Meisterschaft wird sich sicherlich erst hier im letzten Rennen entscheiden. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Teamwertung. Da steht das Jägermeister Racing Team vorne. Und die Tatsache, dass auch ein Enrico heute in den Top 10 waren, auf 9 ins Rennen geht, der René ein bisschen geschwächelt hat, aber durch die Strafen jetzt auch in der ersten Startreihe steht, können die Punkte machen, ohne Frage. Aber die haben nur 4 Punkte mehr als das Fricadelli Virtual Racing Team 1 und DG Motorsport Powered by FLR. Mein Gott, solche Namen, ne? Dahinter. Also die ersten 3 Teams mit 8 Punkten Unterschied, das bei 284 Punkten, die da das erste Team hat, also super, super eng, selbst dahinter Team RSA, meine Jungs, mit 234 hier noch deutlich in Schlagweite und Fricadelli Virtual Racing Team 2 mit 230 definitiv auch noch dran. Nein, Racing 204 ist ein kleiner Break, aber auch noch mit Chancen. BMS mit 133, da ist dann schon ein kleiner Absatz drin, die werden da vorne keine so große Rolle mehr spielen, aber warten wir es einfach mal ab. KDS Motorsport Team mit 114 und Team Zabotec Racing mit 99 und Next Gen mit 55. Da müssen wir einfach mal gucken, wo da die Reise hingeht. So, ich schalte es mal wieder hier live auf die Strecke. Wir schalten alle so. Ja, hier können wir doch mal bleiben. Zuschauen, wie die Jungs hier in die Startaufstellung fahren. Verdammt, ich habe nichts zu trinken hier. Ich muss mir noch mal schnell was zu trinken holen. Bis gleich. So, muss ich mir mal merken, ich brauche unbedingt einen Soundeinspieler von Lutz Kaffeemaschine und sonst fehlt das ja einfach hier bei solchen Übertragungen. Gut, die Jungs kommen jetzt hier langsam an. Und es ist nur ein ganz, ganz kurzer Sprint direkt bis zur ersten Kurve. Ich habe es euch vorhin vorgestellt, die ist relativ schnell. Ich bin da sehr gespannt, wie die Jungs da durchkommen. Ich schalte da mal hin. So, da könnt ihr es gleich sehen, das ist direkt nach Start und Ziel, da werden die Jungs gleich rumkommen.
hinteren Feld. Ich schalte mal eben auf die 4. Das ist nämlich der letzte, der Dennis Erner. Fährt hier so langsam und gemächlich Richtung Startziel. Schönes Logo vorne auf der Haube. Sucht sich seinen Weg in die Startaufstellung. Sehr schön. So, jetzt geht's hier gleich los in die Einführungsrunde und da kommen die Jungs hier rum. Und das wird gleich wahrscheinlich nicht mehr ganz so gesittet aussehen wie jetzt. Schön Schlangenlinien fahren. Ja, ob der René im Kopf hat, wie er die Runden versemmelt hat im Qualifying, wir werden es gleich sehen. So, die letzten Meter, die letzten Sekunden. Auch das hintere Feld kommt zu langsam Richtung Startziel. So, dann geht's jetzt gleich los. Die Ampeln gehen an. Der Sprint zur ersten Kurve geht los. Der erste Lauf von Brands Hatch ist jetzt gestartet. Und vorne kommt der René richtig gut weg. Mario Schilli scheint angreifen zu können, aber scheint alles gut zu gehen. So, hier kommen die Jungs um die erste Kurve und direkt der Angriff von Christian oben in der Spitzkehre. Da hat der René direkt wieder die Kurve versemmelt. Genau das, was ich meinte. Der ist einfach nervös. Der Christian ist super stark und da muss man gegenhalten und der hat es nicht hinbekommen. Muss man einfach mal so sagen. Christian führt von René und Mario Schredi, Fred Donke auf der 4. Und die beiden vorne können sich direkt ein bisschen absetzen. Und so wie ich sehen kann, keine Zwischenfälle, alles sauber gelaufen bisher. So, jetzt kommen wir jetzt zur Kuppe. Da bleiben wir mal mit der Kamera stehen, wie die Autos hier alle der Reihe nach da drüber kommen. Da sieht doch herrlich aus. Ja, Christian führt und der René hat direkt schon wieder fast eine Sekunde Rückstand.
dazu muss man sagen, der Christian ist mächtig angeschlagen. Wir haben vorhin noch so ein bisschen kommuniziert. Wir hatten eine Erkältung mal wieder richtig im Griff. Und ich weiß nicht, mit welchen Medikamenten er hier irgendwie an den Start gegangen ist, aber da muss schon eine Menge irgendwie Vitamin C jetzt im Blut sein, damit er das Lenkrad ordentlich drehen kann. Und er macht es gut, er fährt vorne weg. Hier sehen wir das restliche Feld, immer noch schön eng beisammen. Lass uns das Feld jetzt mal ein bisschen sortieren. Ich gehe mal auf die 5, da sind wir so mittendrin. Maiko Losche, ein bisschen zurückversetzt nach seinem zweiten Startplatz, aber schon wieder auf dem Weg nach vorne. Jeder, der hier schon mal Rennen gefahren ist, wird sich die gleiche Frage stellen, die ich mir jetzt stelle. Wo möchte man überholen? Ja, hier sieht man schon den schönen Vorsprung, den der Christian rausgefahren hat. Und der Rest des Feldes noch relativ eng beisammen. Hier auf der 7, der Enrico Herzig, der führt dann den Rest des Feldes an. Ach, klasse. Einfach klasse. Christian Rückert mit einer 26,8, das sind Zeiten, die haben wir vorhin im Qualifying gesehen. Wahnsinn. Ist damit eine Sekunde schneller als der René und auch eine Sekunde schneller als jede andere im Feld. Ich glaube, der muss da erstmal zum Doping-Test. Ja, der Fred hier macht mächtig Druck. Aber es geht einfach kein Weg vorbei. Die beste Chance ist, wenn man jetzt hier sehr gut rauskommt, auf die lange Gerade. Das macht der Fred, der kommt gut raus mit viel Schwung. Gucken, ob der Windschatten jetzt noch greift, aber da muss man sich auch daneben setzen. Und man kann nicht richtig ausbremsen, das reicht nicht. Man bremst da vom 5. runter in den 3. Was soll da passieren? Also, nein. Ah, ich muss mal gucken, mein Timing hier hat sich gerade schon wieder verabschiedet. So, schalten wir mal weiter durch. Maiko Losche hier noch auf der 5, direkt dahinter Dennis Erler. Und der Enrico Herzig hält sich hier immer noch wacker vor Michael Wirz, André Burger, Phil Ostaschewski und Edgar Ostermann, schon vorgefahren bis auf die 11. Der kam von 17. Maxi Wolter, der von 18 kam, nein, von der 17 kam, der Ex kam von der 16. Maxi fährt auf der 13 aktuell. Oh, guckt euch das an und guckt euch diesen Pulk hier an. Enrico Herzig hat gerade einen Platz verloren an Michael Wirz. Und jetzt greift jetzt der nächste vorne an, der André Burger. Ja, wir setzen uns mal hier kurz auf die Haube. Da seht ihr das, er kommt richtig mit viel Schwung da hinten raus, aber es geht einfach keinen Weg dran vorbei. Und hinter ihm ist natürlich auch richtig der Art. Oh, das war ein bisschen heftig, der Curb vom Edgar. Auto ist da deutlich abgehoben. Ah, hier über die Kuppe, das Auto wird nervös beim Anbremsen, beim Drüberfahren, beim Wiederlanden. Oh Mann. Schöne Gruppe hier und der Enrico hat es vorne noch wirklich im Griff. Und Edgar macht dahinter auch richtig Druck auf den Phil Ostaschewski. Jetzt kommt er ein bisschen besser raus. Nur ganz kurz, ein Wahnsinns-Quersteher. Und damit verliert er seinen Platz, glaube ich, an Maxi Wolter, der sich damit nach vorne gekämpft hat. Und vorne ist der André Burger jetzt vorbei, hat sich vorbeigedrückt, so richtig, am Enrico Herzig.
Das ist auch die einzige Stelle, wo man das Auto mal richtig zusammenbremsen muss. Daher hat man da auch die beste Möglichkeit, sich mal wirklich daneben zu bremsen. Aber, oh meine Scheiße. Mein Timing steigt hier dauernd aus. Ich muss mich ja so ein bisschen auf meine Anzeigen hier verlassen. Ja, und jetzt hier Maxi Wolter, direkt gefolgt von Edgar Ostermann und Dirk Sassmannshausen. Ach, der Edgar nimmt diesen Körper immer sehr, sehr heftig. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Das Auto hebt da richtig ab. Es springt kurz. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschalten soll. Wenn ich jetzt wieder einen nach vorne gehe. Da, der nächste Angriff, Phil Ostaszewski auf Enrico Herzig, der sich aber auch keine Böse gibt. Ich kann das alles so ganz entspannt aus dem Mittelfeld hier erzählen. Da vorne der Christian, ja, die Lücke weiter so konstant hält, der René nicht näher ranfahren kann. Aber es doch lieber mal diese tollen 2, 3, 4, 5 Kämpfe an. Und jetzt hier, richtig Windschatten, oben geht ja die enge Linie, versucht er sich daneben zu quetschen. Puh. Das Problem ist, das sind Kuppen. Das Auto springt die ganze Zeit. Hier wird sehr, sehr sauber gefahren. Es wird nicht über die weiße Linie drüber gefahren. Und dann das. Ach, Maxi. Ach, überflüssig wie ein Kropf. Auch eine Edgar verliert hier auch das Auto ein bisschen beim Anbremsen. Maxi geht direkt wieder außen rum vorbei und Edgar verliert dadurch zwei Plätze. Also, ein kleiner Quersteher und den musste direkt jemand teuer bezahlen. Dirk Sassmannshausen setzt sich jetzt hier auch noch vorbei. Setzt sich vorbei, ist schön erst daneben und geht dann auch vorbei. Ja, kann ich nicht verstehen, Maxi. Maxi ist mit einer Menge Strafpunkte unterwegs, die er in Monaco gesammelt hat. Das heißt, im aktuellen Zustand seines Kontos reicht ein kleines Vergehen, um direkt eine heftige Strafe zu bekommen. Er muss also wirklich erstmal vorfallsfreie Rennen fahren, um seinen Punktekonto ein bisschen zu reduzieren. Und dann gehe ich doch nicht so ein Risiko, oder? Ah, mach solche Sachen, Mann! Ach, da stellen sie mir immer so den Nackenhaare hoch. Ich gehe dann kurz ein bisschen nach vorne, denn auch hier haben wir einen schönen Dreikampf zwischen Fred Drunke, Michael Losch und Dennis Erner, der immer noch dahinterher hängt. Oh, es sind sogar vier. Denn vor dem Fred fährt der Mario Schiri. Ja, schöner Vierkampf. Ja, kommt man aber von vorne nach hinten, haben wir die anderen drei hier im Schlepptau. Schön über... Oh Gott. Nee. Ja, über den Flügel kann man das dann sehen. Ja, schön sauber gefahren hier vom Schiri. Das Auto bewegt sich kaum und schon hat er recht irgendwie ein, zwei Zehntel gewonnen. Während die Jungs dahinter fleißig mit den Autos kämpfen. Das ist natürlich das Problem. Wenn du so eng hinterher fährst, siehst du Bremspunkte, eigene Punkte. Und nicht mehr ganz so optimal und dann verpasst es schon mal ein paar Zentimeter und dann wird das Auto einfach unruhig, weil du nicht die beste Linie fahren kannst. Jetzt hier Dennis außen rum, aber auch das bringt nichts. Aber jetzt ist der Dennis hier dran, aber es gibt wieder keine Position zum Ausbremsen. Es ist, hier muss er viel Schwung mitnehmen, da war er jetzt ein bisschen spät. Aber ich tue dem Dennis jetzt mal einen Gefallen und schalte mal zurück auf die 10. Dann kann er ja in der Zwischenzeit mal überholen. Weil hier geht es nämlich auch wieder richtig zur Sache. Dirk Sassmannshausen aktuell auf der 10, was natürlich die Pole Position für den zweiten Lauf bedeuten würde.
Und wie heiß umkämpft dieser Platz ist, kann man hier wunderbar sehen. Denn recht dahinter Maxi Wolter und Edgar Ostermann, die natürlich hoffen, weit vorne zu stehen im zweiten Lauf, um da dann ja, wieder Punkte einzufahren, die sie jetzt durch die Strafen ja, nicht so präsentiert bekommen. Boah, der Enrico macht das gut. Er fährt seine Linie, der macht sich schön breit. Also die Jungs dahinter müssen richtig zaubern. Und bin sehr, sehr gespannt, ob sie das mal alle noch schaffen, an ihm vorbeizukommen. Macht ja echt einen guten Job. Oh, der Maxi war ja gerade ganz, ganz weit draußen, aber hält seine Position vor dem Edgar. Oh, jetzt aber. Jetzt ist Edgar daneben gefahren. Und bremst sich hindurch davor. Holla. Nix, das war zu Hause. Das habe ich jetzt nicht genau sehen können, weil ich mir hinten auf den... Ich probiere es jetzt nochmal. Das ist jetzt diese ungeliebte Kamera, aber ich kann hier mal ein bisschen vorspulen. So, jetzt kommen wir zu der Stelle. Ah, er probiert den Überraschungsangriff. Damit kann der Enrico natürlich nicht rechnen, fährt seine Linie. So, jetzt sind wir wieder live. Gut, Dirk hat sich dann durch ein bisschen ja, selber in Nachteil gebracht, ist ein bisschen zurückgefallen, aber jetzt haben wir hier auch um Platz 10 gerade Edgar Ostermann und Maxi Wolter auf 11. Das wird natürlich nochmal richtig heiß. Vorne hat der Dennis es noch nicht geschafft, sich vorbeizuquetschen, fährt immer noch 3 Zehntel hinter Maiko Losche her, dann bleiben wir jetzt erstmal bei den dreien hier. Das war mal ein Edgar-Manöver. Also eine Linie. Ich glaube, der schluckte Enrico gerade auch zweimal. Vor allem, weil Maxi jetzt hier schon wieder die Strecke verlassend an ihm vorbeigeht. Das sollte er nicht machen. Das sehen die Jungs von der Jury und da gibt es wieder was auf die Ohren. Und da sollte er einfach mal ein bisschen sauberer fahren. So, aktuell Maxi Wolter auf der 10, was die Pole Position bedeuten würde. Der Enrico ist leider ein bisschen durchgereicht worden. Ich sehe auch, wir haben einen Ausfall mit dem Andreas Braun. Woran das jetzt liegt, kann ich leider nicht sagen. Es ist mir entgangen. Dann gucken wir nochmal nach vorne. Denn hier geht es immer noch richtig zur Sache. Maiko Losche, Dennis Erner und vorweg Fred Dunke. Ganz vorne kann ich euch sagen, der Christian Rückert führt immer noch gute 2,5 Sekunden vor dem René Herzig. Das ist die ganze Zeit einfach unverändert. Das müssen wir nicht zeigen. Das hier ist viel, viel spannender. Hier schon die ersten Überrundungen. Stefan Bäumer wird hier gerade, war er das? Überrundet. Hä,
Hey, Fitter Fred, immer eine sehr enge Linie. Michael Osche versucht es dann außen herum, aber jetzt mit viel Schwung hoch zur Spitzkehre. Und kommt der Angriff. Fred lässt ihn den Platz und das ist zu Ende, ist schon vorbei. Er hält dagegen. Ach, herrlich. Herrlich, schöner Konter von Fred. Boah, da im Hintergrund einmal kurz gucken. Dennis hat versucht, ein bisschen auszuweichen und hat da ganz viel Platz verloren. Und das ging fast in die Hose. Ganz hinten ist Maxi Wolter jetzt, ganz hinten in den Top 10 ist Maxi Wolter jetzt an Edgar Ostermann vorbei. So, wir haben gute Halbzeit. Ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn es hier gerade super eng ist. Der Vollständigkeit halber führt Christian Rückert, gefolgt von René Herzig. Auf der 3 Mario Schilly. Auf der 4 Fred Dunkel, direkt dahinter Mike Kolosche, direkt dahinter haben wir Dennis Erner. Auf der 7 Michael Wirz, 8 André Burger. Auf der 9 Maxi Wolter und auf der 10 haben wir den Edgar Ostermann. Auf der 11 finden wir noch den Enrico Herzig, direkt dahinter Dirk Satzmannshausen. Auf der 12 Lars Borkowski, auf der 13, auf der 14 Tom Krüger, 15 Phil Ostaschewski und Steffen Bäumer, auf der 16 Andreas Braun, haben wir gerade gesehen, ist leider ausgeschieden. Die drei sind, glaube ich, noch der engste Kampf, den wir haben. Da ist auch, glaube ich, noch alles nicht entschieden. Der Fred wird immer noch vorne weg, gefolgt von Michael Osch und Dennis Erner, der nach seinem kleinen Fahrfehler sich wieder rangefahren hat. Herr Fred macht das aber auch schön sauber. Er fährt seine Linie und dann muss er erstmal vorbeikommen. So, jetzt der nächste Angriff. Der Fred macht wieder die Innenbahn zu. Dennis hat ein bisschen zu viel den Körper erwischt. Das Auto springt sofort und schon sind wieder zwei Fahrzeuglängen weg. Ganz andere Linien hier beim Einfahren, denn Fred kommt mehr von außen, der Mike von innen. Und jetzt ist der Mike hier schön dran im Windschatten, aber es ist genau das, was ich sage. Hier kannst du nicht ausbremsen. Ne? Und jetzt so bremst tief in die Kurve rein, verlierst kaum Geschwindigkeit, da kannst du dich nicht daneben bremsen. Boah, jetzt hier wilder Sprung vom Dennis. Jetzt ist Dennis aber dran. Jetzt muss der Mike mehr nach hinten gucken als nach vorne. Dennis setzt sich innen daneben. Oh, und die Berührung! Oh, Dennis kriegt das Auto irgendwie wieder auf die Strecke. Komm, Jungs, das schauen wir uns nochmal an. Aus unserer unbeliebten Kamera. Ein bisschen nach vorne. So, jetzt kommt's. Mike fährt hier etwas größere Linie. Der Dennis entscheidet sich für die innere Linie, aber da sind dann auch Hügel und
kein Vorwurf hier an Mike. Da ging einfach dem Dennis der Platz aus. Gehen wir wieder live. Ja, damit ist er auf jeden Fall raus aus diesem tollen Dreikampf und auch der Mike hat ein bisschen verloren auf den Fred, der kann auch erstmal durchatmen. Ja, das war so ziemlich das engste Duell. Jetzt können wir nochmal hier schauen. Der Dirk Sassmann zu Hause beißt sich immer noch die Zähne aus am Enrico. Dann können wir doch mal Ehre wem Ehre gebührt, dem Christian ein wenig zuschauen. Schließlich führt er das Rennen deutlich an. Da hinten kommt erst der René. So, da war der Christian, da kommt der René. Und jetzt schaut mal, wie lange es dauert, bis hier der Mario Schilli um die Ecke kommt. Da haben wir ihn. Mario Schilli auf der 3. Fred Bunker auf der 4. Mike Belosche auf der 5. Dennis Erner auf der 6. Auf der 7. Michael Wirz, André Burger. Wow, hier nochmal ein wilder Drift. Könnte schon Maxi Volta gewesen sein. Nee, Maxi Volta kommt erst hier. Genau. Und da ist Edgar Ostermann. Enrico ist immer noch vom Dirk. Das war Lars Borkowski. Das sind jetzt hier zu große Abstände, als dass ich jetzt hier noch weiter warten könnte. Wir schauen mal wieder. André Burger. André Burger fällt aus. Da ist er. Was ist denn da passiert? War denn das? War das ein Verbremser? Er bremst, rutscht geradeaus. Boom. Wow. Motor aus. Ja, gut. Alles aus. Boah, heftig. Ganz schöner Einschlag. Bedeutet aber auch, Platz 10, oder das Duell um Platz 10 hat hier wieder an Brisanz gewonnen. Moment, was passiert denn jetzt hier? Was ist denn mit Edgar los? Edgar wird langsam. Er lag sicher auf Platz 9, Enrico auf der 10. Oh, was ist denn hier mit dem Edgar? Oh Mann, steppt das Auto hier irgendwie weit wund an die Box. Keine Ahnung, konnte nicht erkennen, was da der Ursache und die Ursache dafür war. Ja, Enrico damit wieder auf der 9 und Dirk Sassmannshausen erbt Platz 10. Jetzt sogar die 9, nachdem der Enrico auch noch einen Fehler macht. Lars Borkowski ist zum Glück weit genug zurück, sodass der Enrico auf der 10 bleibt, was die Pole Position für den zweiten Lauf bedeutet. Ja,
wir dürfen eins nicht vergessen, der Dirk hat seinen ersten Laufsieg eingefahren in Monaco im zweiten Lauf. Da hat er die gute Position umsetzen können. Und jetzt steckt er hier wieder aktuell in der provisorischen zweiten, in der ersten Reihe auf dem zweiten Startplatz. Und es sind bloß noch anderthalb Runden zu fahren. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne durch. Hier haben wir Dennis Erner noch auf der 5, der Fred auf der 4, Mario Schilly auf der 3. Ja, und Edgar fährt noch. Also, was das war, trägt sein weitwundes Auto hier irgendwie um die Strecke. Sehr merkwürdig. Müssen wir ihn nachher mal zu befragen. Eng ist es nur noch hier zwischen Michael Losche und Dennis Erner. 5 und 6. So, wir schauen mal nach vorne. Der Christian ist in der letzten Runde. Und damit wird die Führung in der Meisterschaft nach dem ersten Lauf schon wieder wechseln. Also so eng geht das jetzt zur Sache. Ja, jetzt ein Meter für den Christian. Dreieinhalb Sekunden Vorsprung hier vor René. Und da können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Christian. Direkt dahinter haben wir den René Herzig und Mario Schilly kommt jetzt hier auf Startziel und wird Dritter. Fred Dunke, toller vierter Platz. Dennis Erner schafft es tatsächlich, sich hier vor Michael Losche ins Ziel zu retten. Platz 5 und 6. Sehr spannend. Michael Wirz auf der 7, Maxi Wolter auf der 8, auf der 9, Dirk Sassmannshausen, wenn er dann so ins Ziel kommt. Genau, ist hiermit geschehen. Und Enrico Herzig sichert sich die Position im zweiten Lauf. Sehr, sehr geil. Auf der 11 haben wir dann Lars Borkowski. Auf der 12 haben wir den Tom Krüger. Auf der 13 Phil Ostaszewski, auf der 14 mit seinen weitwunden Porsche, wenn er denn noch ins Ziel kommt, der Edgar. Und Stefan Bäumer, ja, gibt sich größte Mühe, sein Auto nicht ins Ziel zu bringen. Kommt dann irgendwie auf der 14 ins Ziel. André Burger ausgeschieden auf der 16 und Elvis Brock auf der 17.
Ja, das war ja schon mal nicht schlecht, oder? Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal kurz zurück, erledigen alle nötigen Gänge. In circa 5 Minuten geht es weiter mit dem zweiten Lauf. Dann eben mit Enrico Herzig auf der Pole. Thank you.
non-essential grid. All non-essential personnel leave the grid now. So, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt wieder live. Das Warm-up ist vorbei. Und nun erwarten wir mit Spannung hier den zweiten Lauf. Dann gehen wir mal wieder live auf die Strecke. Genau, die Jungs sind auf dem Weg in die Startaufstellung. Enrico herzlich auf der Pole, Dirk Sassmannshausen daneben. Das kann mal richtig heiß werden. Maxi Volta auf der 3. Sicherlich mit einer der Favoriten jetzt hier für diesen Laufsieg. Aber lass uns mal überraschen. So, mein Timer mal wieder anschmeißen. So, und da haben wir sie, die erste Reihe. Lass mal einmal das komplette Feld hier vorbeifahren. Thank you.
Ja, jetzt können die beiden schnellen Jungs, gerade Christian Rückert und auch der René Herzig, mal zeigen, wie sie hier im Brands Hatch vorhaben, nach vorne zu kommen und ihren ja doch sehr intensiven Zweikampf in der Meisterschaft weiter hier zelebrieren wollen. Das ist heikel. Ne? Man kann ja die vorsichtige Variante wählen, aber auch versuchen, aggressiv zu Werk zu gehen. Das kann sich natürlich auch rächen, aber es ist, wir müssen es einfach mal abwarten. Wir werden da sicherlich ein Augenmerk drauf haben. Die Jungs stehen hinten auf 9 und 10 mitten im Feld. Auch das ist nicht wirklich immer ein Vorteil. So, die Startplätze werden eingenommen. Und die Ampeln sind grün. Oh, Enrico mit ganz viel Wheelspin. Maxi hat sich schon direkt daneben gesetzt. Und jetzt hier die erste Kurve. Das sieht auch relativ gut aus. Im hinteren Feld gab es jetzt einen leichten Quersteher. Und der Maxi greift schon den Enrico an. Und der Dirk Sassmannshausen. Ist er da zurückgefallen bis auf die 3? Ah, das muss ich mal hier durchschalten. Fred Donke. Michael Losche, wo ist denn unser Herr Sassmannshausen hin? Ganz zurückgefallen, bis auf die 11. Was ist denn da passiert? Da ist er. Das möchte ich jetzt aber doch mal eben kurz sehen. Ich mache das ungern. Da ist er nach vorne. Ich spule jetzt mal hier. Ach, er hat sich verbremst. Selber verschuldet. Mann, wie ärgerlich. Damit führt Maxi Wolter vor Enrico Herzig und dahinter haben wir schon den Fred Dunke. Man glaubt es kaum, hinter Michael Losche kommt direkt schon René Herzig. Christian Rückert ist auf den neuen hängen geblieben. Der René hat wieder einer seiner ja, brillanten Starts hingelegt und hat jede Menge Plätze gut gemacht im ersten, in der ersten Runde. Ja, das kann man heikel werden lassen. Wenn es so bleibt, würde sich die Meisterschaft schon wieder umdrehen, also unglaublich. So soll es sein. Hier der Fred mit dem Mike richtig schön hier im engen Fight. Die Autos gehen wieder quer hier über die Kuppe. Auch der René jetzt hier mit einem kleinen Quersteher, das habe ich noch so am Rande gesehen. Und sofort ist Michael Wirtz und Dennis Erner dran und lauern nur darauf, über ihn herzufallen. Und kurz dahinter kommt auch schon der Christian Rückert, der sich natürlich nicht abschütteln lässt. Da werden wir mal schauen, wie das mit der Kondition aussieht, weil er ist ja wirklich angeschlagen. Jetzt hier nebeneinander. Christian geht außen rum vorbei. Er versucht es zumindest an Mario Schiele, bremst später. Kann die Linie halten. Und ist vorne, ein sensationelles Manöver, grandios. Damit ist der Christian jetzt schon auf der 8. So, gehen wir nochmal nach vorne. Da kann sich der Maxi schon ein bisschen absetzen. Halten wir die Kurve hier mal im Auge, da kommt es auf der 2, kommt der Enrico Herzig, dann der Fred Donke, alle drei nach, das kann ich gar nicht so schnell vorlesen, so eng ist das Feld hier noch zusammen. Die ersten 13 innerhalb von 6 Sekunden, also so muss das sein. Enrico bleibt noch auf der 5, der Abstand zu Michael Losche, knapp eine Sekunde. Dahinter wird es richtig eng. Dennis Erner greift hier an, bremst sich daneben. Kann er die Linie halten? Ja, ganz sauberes Manöver an der Stelle.
Und Christian Rücker versucht natürlich sofort mitzuziehen. Michael Wirz hatte ihren Platz eingebüßt. Und Christian setzt sich daneben. Konsequent. Er muss echt Fieber haben. Wahnsinn. Das zweite ganz, ganz starke Manöver. Er zeigt, dass man hier wirklich überholen kann. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ja, und vorne, der Enrico hält wieder, wie im ersten Rennen auch, relativ gut seine Position. Fred Dunke drängelt dahinter, direkt gefolgt eben von Michael Losche. Hier ein energisches Manöver von Mike, der außenrum vorbei wollte, aber Fred hat einfach dagegen gehalten und sie sauber verteidigt. Ja, und Dennis Erner hat den Platz verloren an Christian Rücker. Damit sind die beiden Titelkontrahenten oder Meisterschaftsführenden jetzt auf 5 und 6 nebeneinander. Und da kam auch direkt der Fehler hier von Rinne Herzig. Da muss ich mal hinschalten. Der sofort seinen Platz verloren hat an Christian Rückert und vielleicht sogar noch an Dennis Erner. Guckt euch das an hier. Oh, das ist der Wahnsinn. Nein, das geht da über die Wiese. Und er kann es trotzdem halten. Er bleibt vorne. Er hat noch einen Platz verloren. Aber wieder dieser kleine Fehler. Das ist genau das, was im ersten Rennen den Ausschlag gegeben hat. Ein kleiner Fehler und der Christian war weg. Und jetzt macht er wieder einen kleinen Fehler und der Christian geht vorbei. Ah, das kann sich irgendwie rächen. Immer wieder hier ein bisschen nach vorne. Oh, der Enrico fährt da vorne wilde Linien und hält das ganze Feld auf, aber sauber, nicht unfair. Fährt kein Zickzack, aber kämpft hier mit seinen Mitteln und seinen Möglichkeiten und das macht er wirklich gut. Jetzt hier Fred Dunke und Michael Losche nebeneinander. Dahinter lauert Christian natürlich nur, um vorbeizugehen. Und jetzt das Manöver hier von Mike geht außen vorbei und so innen kommt der Konter. Sauberer Konter wieder von Enrico. Das war so ein Überraschungsangriff. So, oh, jetzt bremse ich mal später. Und er hat es tatsächlich geschafft, irgendwie ohne Kollision vorbeizukommen. Aber Enrico sauber reagiert und direkt gekontert. Und der Christian, boah, ich kann ja nur mal hin und her switchen. Der Christian geht jetzt hier außen neben den Fred. Oh, bis auf den Körb. Wahnsinn. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo er gerade schon ein Ausbremsmanöver gesetzt hat. Ob er sich das beim Fred traut, bin ich mir nicht so sicher. Nein, er hält. Clevererweise ein bisschen zurück, nicht rein in die Lücke. Muss er ja auch nicht. Er führt im direkten Duell mit dem René, der liegt hinter ihm. Und man muss jetzt gar nichts hier Verrücktes riskieren. Während hier die Jungs natürlich richtig einen raussaugen können. Der Mike gibt dir alles. Aber der Enrico fährt da vorne seinen Stiefel. Und wie ich schon vermutet habe, Maxi Wolter, hier einer der Favoriten für den Lauf, liegt jetzt 5 Sekunden ungefähr vor dem Enrico. Der profitiert natürlich unglaublich von diesem Vierkampf, der sich dahinter abspielt. Ist schon echt fett. Ich traue mich gar nicht, irgendwo anders hinzugehen. Weil die Jungs fahren hier zickzack, kreuz und quer und starten Überraschungsmanöver, machen wilde Drifts. Also hier ist wirklich alles geboten. Und jetzt. Oh! Enrico verbremst sich ein wenig, Michael Losche geht vorbei, der Fred fährt auf den Mike auf und der Profiteur könnte sein, Christian, der fährt in die Wiese! Na, was macht der denn da? Auch das möchte ich mir nochmal anschauen. Aus unserer wenig geliebten Kamera von hinten, aber ich glaube, da sieht man es am besten. Da war der Fehler vom Enrico. Es geht sich hier innen neben dem Fred. Ja, und da war genug Platz, Christian. Da war genug Platz. Mann. Zurückgefallen bis auf die 12. Profiteur war der René, der direkt seinen Bruder geschnappt hat und damit Vierter ist.
Hier haben wir ihn. Fred Dohnke immer noch auf der 3. Enrico auf der 5 und Dennis Erner auf der 6. Mario Schilly auf der 7. Phil Ostaszewski auf der 8. Direkt dahinter Michael Wirz. Oh, meine Stimme geht mir gleich flöten, wenn ich hier weiter so rumbrüllen muss. Wahnsinn. Stefan Bäumer haben wir auf der 10 und nebeneinander Christian Rückert und alle möglichen. Stefan Bäumer dahinter, Dirk Sassmannshausen hat er glaube ich gerade überholt und dahinter fährt auch noch der Edgar. Der Mann eine richtige Aufgabe. Genau, hier haben wir noch auf der 14 Lars Borkowski, auf der 15 den Tom Krüger, Andreas Braun auf der 16 und André Burger hat sein Auto schon ja in der Box stehen lassen. Er hat aus gesundheitlichen Gründen kapituliert. So, der René jetzt hier fleißig auf dem Weg nach vorne, wird gleich den Fred angreifen, aber ich denke, es macht gerade mal ein bisschen mehr Sinn, so nach hinten zu schauen. Denn hier geht mal so richtig die Post ab. Oh, unser Herr Bäumer. Mal wieder auf Abwägen. Die Kurve hatte gerade schon nicht getroffen in der letzten Runde. Die scheint er nicht zu mögen. Aber das ist die Kurve, von der ich euch bei der Streckenvorstellung schon erzählt habe. Die ist einfach, ja, unschön. Die Edgar wieder mit seinem Kampf mit den Curbs. Versucht jetzt hier außen rum am Dirk Sassmannshausen vorbeizugehen. Ihr seht, wie die Autos springen, wie unruhig das alles ist, also Wahnsinn. Jo, da war der Fehler, da war der Fehler von Dirk Sassmannshausen. Hat das Auto quergestellt und den Platz an den Edgar verloren. Rico hat auch seinen Platz, glaube ich, mittlerweile an den Mario Schilly verloren. Ja, so langsam gehen wir hier mal eine enge Duelle aus. Was macht der denn da, Jote? Schauen wir doch mal hier. Phil Ostaszewski, gefolgt von Michael Wirz. Auch hier ist es mal wieder richtig eng. Das ist auch definitiv das engste Duell. Diese Vierergruppe. Wow! Der Enrico dreht sich vorne und kriegt hinten noch einen aufs Heck. Und der Christian schlupft da direkt durch. Fleißig hier auf dem Weg nach vorne. Der Phil aber gar nichts machen, als der Enrico sich da quer vor ihn gestellt hat. So, jetzt kommen wir wieder zu der Stelle hier. Da hat der Christian es erneut und er wagt. Oh, Hilfe. Also solche Manöver kannst du nur ansetzen oder auch versuchen, wenn du weißt, dass dein Vordermann mitspielt. Und die Jungs kennen sich ja einfach gut, die wissen, wie sie hier miteinander umzugehen haben. Und das machen sie immer wieder auf einem richtig hohen Niveau. Macht wieder einfach mal nur Spaß. So, jetzt hier der nächste Versuch, wird er sich innen reinbremsen. Boah. Das Auto arbeitet über alle vier Räder. Boah. Super, der Film macht das auch klasse. Der macht hier schön die Türen zu
dass der Christian echt gezwungen ist, ja, zurückzustecken. Er kann gar nicht seinen Angriff starten, weil der Platz gar nicht da ist. Hier jetzt wieder besser rausgekommen. Jetzt kommen wir wieder zu der Stelle, wo er schon zweimal einen Angriff gestartet hat. Mal schauen. Er setzt sich innen daneben. Oh, der Phil ganz unerschrocken zieht er rein, fährt seine Linie. Er kämpft hier aber auch und sucht und sucht und sucht. Schaut euch das mal an hier. Auf der Suche nach der Lücke. Ein bisschen was antäuschen. Oh, da stand wieder einer quer. Jetzt außen rum der Angriff. Nee. Da schiebt es zu sehr über die Räder. Alter, war mein Timing gerade mal wieder ausgefallen, so dass ich nicht gesehen habe, wer da einen Platz verloren hat. Aber es muss einer gewesen sein, der eine Platzierung vor den beiden lag. Mario Schilli ist zurückgefallen auf die 8 und jetzt ist er hier vorbei. Er hat sich da innen reingebremst, bevor es auf die lange Gerade geht. Und mal gucken direkt, ob der viel da kontern kann. Oh, da muss der Christian aber ganz innen rein in die Kurve. Aber er kann es. Er kann es verhindern, dass der Phil irgendwie kreuzt und Schwung mitnimmt. Der macht er langsam genug. Sauber gemacht. Schön. Vorgefahren bis auf die 6. Und hier vor ist es richtig spannend. Denn Dennis Erner ist aufgefahren auf René Herzig. Aber das engste Duell haben wir aktuell hier. Da habe ich Stefan Bäumer, Michael Wirz und Edgar Ostermann. Und da, wo der Bäumer fährt, das scheint immer irgendwie Action zu sein. Wir bleiben jetzt mal dabei, bis hinten seine Lieblingskurve kommt. Oh, ja, wahrscheinlich hat er den Streamer, hat mich gehört und hat gedacht, ich mache direkt mal ein bisschen Show. Wir haben aus dem letzten Rennen seine Abflüge alle immer schön drin gehabt. Das ist toll. Ne? Schickt mir erst einen Fax. Dann, Achtung, ich mach gleich was, dann schalten wir hin. Und dann kommt wieder so eine Einlage. Vielen Dank, Stefan. Doch, jetzt haben wir ihn auch sauber lange genug gezeigt. Jetzt fährt er viel zu sauber. Dann macht das ja gar keinen Spaß. Nein, nur Scherz. So, Christian weiter auf der Flucht nach vorne. Allerdings sind die Abstände jetzt doch schon gewaltig. Bis zum Fred, der auf der 5. Position fährt, hat er 9 Sekunden Rückstand. Und die Rundenzeiten liegen gerade mal ein Zehntel auseinander. Also, wenn nichts mehr weiter passiert, ist da jetzt Ende für den Christian. Es sind noch 9 Runden zu fahren. Wir machen einmal das komplette Klassement. Dann haben wir nämlich auf der 1 den Maxi Wolter, wie auch schon von mir vermutet. Auf der 2 haben wir den Mike Kolosche. Auf der 3 den René Herzig, auf der 4 Dennis Erner, auf der 5 Fred Dunke, auf der 6 Christian Rückert, auf der 7 Phil Ostaszewski, auf der 8 Mario Schilli, auf der 9 Michael Wirz, auf der 10 Edgar Ostermann. Auf der 11, ich habe extra mal ein bisschen gewartet, ob er wieder was macht, aber macht er nicht, haben wir Stefan Bäumer. Auf der 12 Tom Krüger, auf der 13 Enrico Herzig, auf der 14 Dirk Sassmannshausen, der leider nichts aus seiner Pole machen konnte, auf der 15 Lars Bokowski und auf der 16 haben wir Andreas Braun. Ja,
Hier wollte ich nicht hin, da wollte ich auch nicht hin, sondern hier wollte ich hin. Denn Dennis Erna und René Herzig ist aktuell das engste Duell. Ja, ich schaue nochmal hinten. Wir gucken mal zu der 14. Ja, zu langsam. So, aber auch da sind die Abstände mittlerweile so groß. Mario Schilly auf der 8, den können wir auch mal schauen, der hat den Phil vor sich. So, der Dennis ist jetzt mal richtig dran. Der Christian wird sich natürlich freuen, wenn der Dennis den René jetzt hier noch schnappt. Und man darf nicht vergessen, der Dennis ist auch Dritter in der Meisterschaft. Also auch für ihn ist das jetzt ein sinnvolles Manöver, wenn er es denn schafft zu setzen. Oh, das ist ein kleiner Fehler gerade, ist jetzt hier wieder ein bisschen zurückgefallen. Ja, und der Fred ist auch von hinten dran. Aber... ja, so richtig eng ist es gerade nirgends. Es sind immer so 4, 5, 6 Zehntel, so wie hier. So, jetzt war ich gerade kurz abgelenkt, weil mein dritter Monitor hier angegangen ist und da auch ein Rennen läuft. Okay, das ist allerdings Formel 1, das hat nichts mit hier zu tun. So, Edgar Ostermann auf der 9 macht mal hier jetzt richtig Druck auf Mario Schilly, der andererseits versucht Druck zu machen auf Phil Ostaszewski. Und hinter dem Ganzen kommt noch der Michael Wirz näher. Also, hier kommt jetzt doch mal wieder ein bisschen Action zustande. Wir haben noch 5 Runden, das Finish ist zu sehen. Das letzte Viertel des zweiten Rennens wird gerade eingeläutet. Also Jungs, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Hm.
Nichtsdestotrotz muss ich noch mal einmal ganz kurz hier weg und schauen, denn auch hier geht es richtig zur Sache. Dennis Enner greift wieder da vorne an. Ich versuche euch jetzt mal zu sagen, das war natürlich klar, die ganze Zeit passiert nichts. Und dann passiert einmal links und einmal rechts was. Herrlich. Super. So, oh. Hier wird irgendwie Free Wild gegangen, denn der Angriff kommt. Oh. Wow. Ja, da hat der Mario Schiedi alles gegeben, um den Unfall zu verhindern, hat sich dadurch selbst ein bisschen ins Abseits gebracht. Aber das war trotzdem noch gut reagiert, da nach innen mit Gewalt reinzuziehen, sonst hätte er nämlich den Film nämlich abgeschossen. Das wäre auch nicht so schön gewesen. So, hier ist jetzt Edgar wunderbar rausgekommen, hat jetzt direkt den Film vor sich. Den Windschatten geht nach außen, geht nach innen. Aber das kennen wir ja schon, der Phil fährt hier seine Linie, aber Edgar bleibt daneben. Er bleibt daneben. Aber jetzt hat der Phil es sich wieder geschafft, sich da vorne zu wehren. Wahnsinn. So, jetzt müssen wir wieder kurz nach vorne gehen. Das war die falsche Taste. Da will ich hin. Denn Dennis Erner ist vorbeigegangen an René Herzig und der Fred ist auch noch vorbei. Da muss ich jetzt noch mal eben einmal kurz schauen. Man möge es mir verzeihen, ich spule mal hier ein bisschen vor, damit wir wieder schnell ins Live-Geschehen kommen. Wow! Ja, damit hat der René sicherlich überhaupt nicht gerechnet. Und der Fred geht außenrum vorbei. Also zwei grandiose Manöver hier gegen den René. Respekt. Und er fällt auch direkt ein bisschen zurück. Also vielleicht hat er seine Reifen da ein bisschen zu sehr dran genommen. Dann können wir mal hier wieder zurückgehen zum Platz 8, Mario Schiedi. Klasse. Hallo. Das spielt dem Christian natürlich mächtig in die Karten. Das ist der René statt Dritter ist auf einmal nur noch Fünfter. Fährt direkt vor ihm. Das ist für die Meisterschaft sehr dankbar in seinen Augen. Ne? Schadensbegrenzung. Vorne weg. Maxi Wolter. Aber Maiko Losche ist da mittlerweile auch angefahren. Auch da ist es noch nicht entschieden. Ich meine, wir haben jetzt vorletzte Runde. 3/10 Rückstand hier für den Mike. Da werde ich jetzt auch mal intensiver ein Auge drauf haben. Alle anderen Abstände scheinen sich wieder ein wenig zu vergrößern. Das engste Duell haben wir um die Spitze. Was wollen wir mehr? Maxi fährt hier ganz sauber seine Linie. Wie schon so oft beobachtet, fährst du hier sauber, hast du die besten Karten vorne zu bleiben. Einmal kurz da hinten auf Platz 3 und 4 und 5 schauen, das hat sich alles normalisiert. Also wieder nach vorne um den Zweikampf, um den Sieg. Es geht in die letzte Runde. Maxi Wolter gegen Maiko Losche. Geht es wirklich um Zentimeter, um bessere Linie, bessere Position auf der Strecke. Aber der Maxi macht das sauber. Kein Fehler zu entdecken. Da kannst du als Zweitplatzierter noch so sehr ans Lenkrad beißen oder auf die Lücke warten, wenn keine da ist. Kommst du als Zweiter ins Ziel. Direkt mal ein Fünfer fürs Phrasenschwein.
Das sieht mir nicht so aus, ist er denn? Der Mike kann jetzt hier so einen Überraschungsangriff starten, wie vorhin der Dennis gegen den René. Aber ich glaube, der Maxi hat das hier unter Kontrolle. Im hinteren Teil, das habe ich gerade noch gesehen, ist der René vorbeigegangen, wieder einen Fred. Das ist natürlich für die Meisterschaft auch nicht ganz unentscheidend. So, hier aber jetzt Maxi Wolter auf Startziel. Und er gewinnt den zweiten Lauf ganz knapp vor Maiko Losche. Dennis Erner wieder auf Platz 3, auch gut für die Meisterschaft. Jetzt habe ich hier den Fred wieder auf der 4. Da muss ich gleich mal gucken, ob mein Timing ist wieder ausgestiegen. Und der René dahinter, das müssen wir gleich gucken. Hier kommt der Christian als Sechster ins Ziel. Jo, der Fred Dunke ist tatsächlich nochmal vorbeigegangen. Halt mir nicht böse, Jungs. Das muss ich mir nochmal angucken. Und hier, das sind die letzten Meter. Letzte Kurve. Und er sticht innen rein und er geht außen in den Dreck und verliert da. Das ist doch unglaublich. Was hat er denn da gemacht? Wahnsinn. Also hier, Platz 6, da war ich glaube ich stehen geblieben. Christian Rückert, Michael Wirz auf der 7, auf der 8. Phil Ostaschewski auf der 9. Edgar Ostermann auf der 10. Dirk Sassmannshausen. Auf der 11 Mario Schilli, auf der 12 The Showmaker Stefan Bäumer, auf der 13 Enrico Herzig, schade, zum Ende des Rennens wieder zurückgefallen, genau wie im ersten Lauf. Auf der 14 Lars Borkowski, Andreas Braun, auf der 15 ausgeschieden, ebenso wie Tom Krüger, und auf der 17 haben wir André Burger. Wow, das war mal richtig coole Action, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, Jungs, kommt zum Interview. So nach und nach sind hier alle erschienen. Den Maxi machen wir zum Glück ganz zum Schluss. Ich glaube, der muss erstmal ein bisschen um den Block laufen, sich ein bisschen beruhigen, damit er uns gleich nicht hier irgendwie das Mikro zusammenbrüllt. ja, kommen wir mal zum ersten Lauf. Also, auch wenn ich heute alleine war, das war mal wieder, wow, hat riesig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe alles so mitgekriegt. Ihr wart zum Glück nicht ganz so viele, sonst wäre ich hier, glaube ich, irgendwie untergegangen mit 3 Monitoren, aber schaut es euch morgen an, also mir hat es gefallen. Gut, Platz 3, Lauf 1, wenn ich mich nicht ganz irre, Mario Schilli. Ja, endlich mal, ne? Ja, endlich, genau. Mal Zeit. Wollte ich gerade sagen, schön, dich mal wieder hier zu haben. Erzähl. Ja, war ganz gut, das erste Rennen. Aber ich habe ja gewusst, dass der Rene, erstmal Glückwunsch an der Rene und Christian fürs erste Rennen. Und ja, war eigentlich, war klar. Froh, dass der Fred mich nicht da geknackt hat. Dann hätte der Mike und der Michael noch ihm Druck gegeben. Also daher konnte ich dann noch entspannt fahren. Nö,
bin glücklich, also passt. Außer als zweite Rennen, das kann ich vergessen. Okay, das frage ich vielleicht gleich nochmal zu, wenn du noch Zeit hast. Erstmal, schön, dass du hier wieder auf dem Podium warst. Ja, danke, danke. So, René, mit dir muss ich eigentlich mal ein Hühnchen rupfen. Was hast du denn da eigentlich für ein Zeug getrunken im Qualifying, oder? Alter, hör bloß auf, Jens. Also ich habe im Qualifying habe ich keine gescheite Runde zusammengekriegt, geschweige denn überhaupt irgendwas. Ich weiß nicht, was da war. Genauso wie im zweiten Lauf, die Karre ging gar nicht mehr. Also es war einfach nur unfahrbar. Ich weiß nicht, was da war. Also ich war froh, dass ich überhaupt auf Platz 3 gestanden habe dann zum Schluss. Dass ich überhaupt eine vernünftige Runde und letztendlich war es ja durch die Platzverschiebung Platz 2 geworden. Und ja. Start. Kurz geführt hast du, ne? Kurz geführt habe ich ja bis zur zweiten Kurve. Genau. Dann wollte ich zu viel und auf der Strecke ist es halt so, dass ich mit den Reifen sehr sensibel umgebe. Das heißt auch, ich brauche 2-3 Runden auf der Strecke, um dass die ihre Betriebstemperatur haben. Und das war halt in den ersten 2 Runden echt tricky. Und ich habe mich dann, ja, nur vorsichtig angehen lassen und als Christian dann schon 2-3 Sekunden weg war, habe ich gesagt, naja, push du mal ein bisschen, vielleicht kommst du ran, aber ich bin dann teilweise auch übers Limit gegangen, was dann wieder zur Folge hatte, dass ich wieder vorsichtiger gefahren bin, 1-2 Runden, um dass ich keinen Fehler mache, weil auf der Strecke ist echt heftiger als in Monaco, jeder Fehler wird richtig bestraft und da hängst du in der Bande und hast sofort einen Reifenplatzer oder sonst irgendwas und alles vorbei und da habe ich mir gesagt, ach, Christian ist jetzt weg, fährst du mal auf Sicherheit und bringst den zweiten Platz ins Ziel. Ja, das ist dir ja noch irgendwie gelungen. Ja, ja gut. Zufrieden, denke ich mal nicht. Damit hast du deine Meisterschaftsführung zumindest nach dem ersten Lauf verspielt. Aber wir sprechen uns ja gleich nochmal im zweiten Lauf. Jo. Auf jeden Fall. Auch wenn du eigentlich gar nicht dürftest. Gut. Christian, du Showmaker. Krank. Ha, wer soll das noch glauben? Ja, hörst dir an. Das kam vom Band, oder? Ja, genau. Habe ich mir für solche Situationen aufgehoben. Nein. Glückwunsch, cool. Also gerade in deinem Zustand hier so ein Startzielsieg, respektabel. Erzähl. Ja, ich glaube, meine Familie hat mich gesund gespritzt. Also sie hat es probiert, zumindest meine Frau. Rennen 1 hat sie gut geklappt, bis auf der Start. Da ging sowas von in die Hose. Da hat man schon gemerkt, dass die Konzentration leidet. Ja, ansonsten war es dann Gott sei Dank so wie immer, wenn der René sagt, er will die Reifen schonen, weil irgendwie hat er das schon öfter gemacht. Die ersten 2-3 Runden pusht er nicht und dann am Schluss versucht er es und dann kann ich Gott sei Dank meine Reifen so handhaben, dass ich immer den Abstand gleich halten kann. Ich war auch da ganz froh, weil ich ja nicht ganz fit bin, dass das Rennen nicht so anstrengend war wie die letzten in Monaco oder im A1-Ring, wobei das Rennen 2 dann schon wieder ganz andere kostbar. Da dürftest du zwar eigentlich auch nicht, aber zu Rennen 2 werden wir gleich auch nochmal sprechen. Na wunderbar. So ein schöner Übergang. Ich direkt erstmal zu denen, die es verdient haben, im Rennen 2 mit mir zu sprechen. Und damit haben wir als erster hier Dennis. Coole Sache, mal wieder aufs Podium. Du bist ja so ein Punktehamsterer, oder? Ja, ich weiß eigentlich ganz genau, da der Christian und der René schneller sind. Und dann probiere ich eigentlich immer so den Rest so zu kriegen, also Platz 3 und 4. Und das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Ja, denke ich mir, ne? Also auch im ersten Rennen hast du ordentlich Punkte mitgenommen, jetzt wieder aufs Podium gefahren. Ja, das Problem hier ist einfach, man kann ihn überholen. Ich war im ersten Rennen, hört sich jetzt vielleicht blöd an, eigentlich viel schneller wie die vor mir gefahren sind, also zumindest die nächsten 2. Aber du kannst hier 1 Sekunde pro Runde schneller fahren, wenn die Jungs vor dir da keinen Fehler machen, kommst du einfach nicht vorbei. Das stimmt, das habe ich mehrfach angesprochen. Der Christian hat es mir dann zweimal gezeigt, dass man es doch kann an Stellen, wo ich da gar nicht mit gerechnet habe. Aber du sagst, man kann nicht überholen. Da, wo du den René überholt hast, da kann man eigentlich auch nicht überholen, oder? Nee, das stimmt, aber der hat mir ja quasi die Bahn zugemacht und da dachte ich, weißt du was, bleibst einfach mal im Gas stehen, mal gucken, was passiert. Ja, dann habe ich ihn ja zum Glück überholt. Das war ein cooles Manöver, das habe ich mir dann im Replay auch nochmal angeschaut, weil ich das so live verpasst hatte. Coole Sache. Ja, weiter so. Ne? Mach den Namen auf der Haube mal deine Ehre. Wird gemacht, Chef. Sehr gut. Okay, Platz 2, Mike Kolosche. Jo. Ja, denke mal, nach den Ereignissen
von Monaco ein ganz versöhnliches Ende, oder? Ja, schon, das habe ich mir vorgenommen, Hauptsache irgendwie vorne mit reinzufahren. Und es hat ja dann auch echt gut geklappt im zweiten Lauf, muss ich echt sagen. Auch Respekt an Maxi. War ein harter Fight noch am Ende, aber hat Spaß gemacht, war richtig cool. Ja, stimmt, du bist ja zum Ende auch nochmal rangefahren, das habe ich dann ja auch schon gezeigt, weil das war dann doch das engste Duell um Platz 1, also zum Ende des Rennens, das ist auch schön. Dachte, vielleicht war er nochmal, aber er wollte nicht. Ach nee, man ist ja auch die ersten 18 Runden spazieren gefahren, ne? Also, das Auto war ja noch geschont, damit habe ich auch schon alles gesagt, dann braucht man den Maxi gar nicht mehr hören. Maxi, ich hab's im Warm-Up schon gesagt vor zweiten Lauf, dass du für mich der Favorit bist, da du aus der ersten Reihe startest und prompt hast es umgesetzt. Verschone bitte unsere Ohren in der Lautstärke, aber zeig mal, freust du dich? Ja, schon. Das war jetzt mal entspannt. Nein, ich bin sowas von happy. Ich habe gerade eben Christian schon die Ohren voll geschrien. Das war also, jeder Siegeschrei von Sebastian Vettel ist ein Scheißdreck dagegen. Also es war echt ein geiles Rennen. Ich bin überglücklich. Ich glaube, ich muss wirklich erstmal einen Block laufen. Und ja, danke an Christian, der mich da vorher nochmal vorm Rennen nochmal mit einem neuen Setup versorgt hat. Es hat einfach alles gepasst heute und gerade im zweiten Lauf, das war ja jetzt oder nie, ne? Ja, coole Sache, Mann. Das war natürlich eine Steilvorlage mit dieser Startposition. Die ganzen schnellen Jungs, 5, 6, 7, 8 Plätze hinter dir, direkt den Start gewonnen. Vielfach umgesetzt, also Respekt, sauberes Rennen. Dankeschön. Gut, auch wenn ihr eigentlich nicht mehr dran seid, René und Christian, was hat denn da gezaubert im Rennen? Erstmal, Christian, bist so toll nach vorne gefahren und dann brauchst du da so einen Riesenbock. Lag das an deiner fehlenden Konzentration oder Fieber oder Drogen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich würde es einfach mangelnde Konzentration nennen, egal ob das jetzt selbstverschulden war oder auf die Krankheit zu schieben. War mit Fred, der ultra fair gefahren ist, einfach auf gleicher Höhe, dachte ich, bremse ganz normal wie immer. War anscheinend doch 15 Meter zu spät, weil ich bin dann richtig schön in den Hügel hoch. Und naja, bin ich auf Platz 12 wieder zurück ins Rennen. Hab dann richtig geile Fights gehabt mit Phil Ostaschewski, der hat mir wahrscheinlich noch ein bisschen was heimzahlen wollen aus Rennen 1 oder ich weiß nicht, ob es Rennen 2 war, wo ich dann in der Sprungschanze, wie wir das so schön hier bezeichnen als Fahrer, gecuttet habe und habe ihn dann überholt, aber das habe ich ja 5-mal zurückbezahlen dürfen. Er ist richtig hart gefahren, aber war alles in Ordnung, Tür zugehaut und richtig Spaß gemacht. Ja, ich habe es gesehen, also du hast auch gerade hinten nach der langen Gerade in diesem schnellen Rechtsknick hast du einmal überholt und auch noch zwei oder dreimal probiert, also was man da überholen kann, war mir komplett neu. Ja, was soll es auch nicht wirklich hin. Also es war eher, das Überholmanöver war gar nicht so geplant. Ich war überrascht, dass alle so früh bremsen und habe dann versucht, irgendwie nicht einzuschlagen auf dem Phil und bin dann eben vorbei. Also war jetzt nicht meine Intention, dass ich sage, ich überhole jetzt alle in einer Kurve, wo es eh nicht geht. Es wäre genug, da so durchzukommen. Gut, da muss ich noch einmal ganz kurz zum René. Was hast dich denn da in der letzten Runde, in der letzten Kurve geritten? Ich weiß nicht, was da abging. Also ich sag ja, dass im Rennen 2 das Auto war von Start an schlecht, kann ich nur so sagen. Es war einfach nur Grotte und ich habe versucht, über die Distanz zu kommen. Und in der letzten Kurve, in der letzten Runde, drückt es mich dort so links nach außen. Ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung. Und der Fred geht da schön spazieren an mir vorbei in und ich verliere den vierten Platz. Ich habe mich so geärgert. Aber trotzdem Glückwunsch an Fred, Glückwunsch an Dennis, an Mike und an Maxi. Maxi beweist es wieder, die Letzten werden die Ersten sein. Also ich kann nur Glückwunsch sagen, also echt krasse Rennen, also ich muss erstmal duschen, ich bin sowieso durch. Also ein Positives hat dieses Rennen, ja, ich habe deine ganzen Böcke im Stream. kannst du dir nochmal schön in Ruhe anschauen, ja, da auch nochmal schön mit Stefan Bäumer, auch ihn habe ich da regelmäßig drin. Gut, abschließende Worte von mir, ich spiele diesen Ball immer so rüber zum Lutz, der ist gerade nicht da. Es waren heute nur 17 Leute am Start, das hat aber euren Rennaction und der Spannung, die ihr hier mal wieder präsentiert habt, überhaupt keinen Abbruch getan. Im nächsten Rennen werden wieder mehr Leute da sein, da bin ich mir sicher, da macht euch mal gar keine Sorgen. Das, was ihr hier auf der Strecke zelebriert und feiert, macht einfach Spaß zu sehen und zu kommentieren und ich freue mich auf das nächste Rennen. Das ist, wenn ich mich nicht ganz irre, Norrisring, oder? Jo.
Wow. Jawohl. Gut. Da ist ja Action im zweiten Abend, ne? Also Nürburgring Action. Gut. Freuen wir uns drauf. Wir sehen uns in 3 Wochen. Und ja, an dieser Stelle nochmal schönen Gruß an Lutz, der sich das morgen bestimmt anschauen wird. Schade, dass du nicht da warst. Nächste Rennen bist du wieder dran. Gut. In diesem Sinne.